Jo Leute, was geht ab? Ich bin's der Tepsi und ja meine Freunde, das ist der erste Teil meiner Pokémon Zucht Tutorial Reihe. In diesem Teil werden wir uns bereit machen fürs Züchten, das heißt, wir suchen die speziellen Items und ich zeige euch die Basics vom Züchten. Zuerst einmal, wo kann man überhaupt alles züchten? Es gibt im Pokémon Schwert und Schild zwei Pensionen, einmal auf Route 5 und einmal in der Naturzone. Züchtet am besten am Ende des Spiels, weil ihr da erst den DV-Richter und den Ovalpin bekommt und diese Items sind sehr, sehr wichtig. Für den DV-Richter müsst ihr zum Kampfturm, welcher über Scorch City liegt. Da müsst ihr 6 Kämpfe bestreiten. Habt ihr noch kein Team, könnt ihr euch bei dem rechten Trainer ein Leitteam besorgen. Das sind übrigens die Leitteams. Dort 6 Kämpfe bestritten, bekommt ihr dann den DV-Richter. Kommen wir zu den Items, die wir brauchen. Zuerst einmal der Ewigstein. Diesen finden wir in Turmfield. Einfach zum Pokémon Center, den Berg runterlaufen und an dieser Stelle findet ihr dann den Ewigstein. Das nächste Item ist dann der Fatumknoten. Fliegt nach Claw City und geht ins Pokémon Center. Sprecht mit der Frau rechts vom Verkäufer und diese verkauft euch den Fatumknoten für 10 GP. Für das letzte Item müsst ihr dann nach Chichester. Dort müsst ihr den Game Freak Mitarbeiter besiegen, der folgende Pokémon hat. Wenn ihr dies getan habt, bekommt ihr von ihm den Ovalpin. Seine Pokémon sind stark, also wie gesagt, macht es am besten am Ende des Spiels. Das waren die Items, die wir brauchen. Jetzt noch ein wichtiges Pokémon, um die Eier schneller auszubrüten. Ein Pokémon mit der Fähigkeit Flammkörper. Dieses findet ihr, wenn ihr auf Route 4 fliegt, in die Galarmine runtergeht und dann einfach auf den Schienen läuft, und zwar Waggon. Das sind aber auch andere Pokémon, die auch Flammkörper als Fähigkeit haben. Entscheidet euch nun für die Zuchtmethode, entweder mit oder ohne Ditto, mit zwei gleichen Pokémon oder zwei ungleichen Pokémon. Kommen wir zur Zucht ohne Ditto. Zwei unterschiedliche Pokémon mit derselben Eigruppe. Das Ei wird immer vom weiblichen Pokémon sein, also sagen wir mal, wir haben ein weibliches Dusselgur, dann wird das Baby-Pokémon auch immer ein Dusselgur sein. Auch der Pokéball wird immer vom weiblichen Pokémon übertragen. Also wurde das Dusselgur mit einem Ultraball gefangen, hat das Baby-Pokémon auch einen Ultraball. Die Fähigkeit des Pokémon wird zu 60% auf das Baby übertragen, seines zwei Fähigkeiten. Auch die versteckte Fähigkeit kann nur vom weiblichen Pokémon auf das Baby-Pokémon übertragen werden. Zuchtattacken hingegen werden vom männlichen Pokémon abgegeben. Aber zu Zuchtattacken und Fähigkeiten in einem anderen Video mehr. Kommen wir zur Zucht mit Ditto. Das Ei wird immer das andere Pokémon sein. Das Ei wird auch immer den Ball des anderen Pokémon haben. Auch die versteckte Fähigkeit wird zu 60% an das Baby übertragen. Diesmal egal ob männlich oder weiblich. Aber das Pokémon, mit dem ihr züchtet, muss die versteckte Fähigkeit haben. Und das war's für den ersten Basic Part. Das sind die Basics zur Zucht. Wie es mit den EVs, mit den DVs, mit dem Wesen und anderen weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Ich würde sagen, meine Freunde, das waren die Basics. So bekommt ihr die Items und wir sehen uns dann das nächste Mal.